Ja, danke erstmal an Kult und dem Künstlerkreis drumherum. Wir machen jetzt in der kurzen Zeit ein bisschen Open Mic, also wer gerne irgendeine Botschaft loswerden will, kann das gerne machen. Zuerst einmal möchte ich aber auf das Projekt, was im Hintergrund läuft, noch mal hinweisen. Das ist unsere liebe Ute. Wo ist sie gerade? Ute! Ute! Die ihr seit 3 Jahren mit kleinen Unterbrechungen unermüdlich steht, mit ihren Umbrella Peace Art und mit Menschenrettungsschirm statt Bankenrettungsschirm hier an dem Neptunbrunnen schmückt. Ich fange mal mit einer kleinen Rede an. Achso, wir sind jeden Samstag jetzt ab 14 Uhr hier, außer wenn es frische regnet. So, ich habe anlässlich des heutigen Tages auch ein kleines Zettelchen vorbereitet und würde mich freuen, wenn ihr kurz zuhört. Also, hey Leute, ja, ihr da, die ihr gerade vorbeilauft oder zuschaut oder rumsteht, jetzt ist der Wind gerade ein bisschen, habt ihr heute schon miteinander geredet, mit euren Familien, euren Freunden, mit irgendjemandem, der euch wichtig ist, habt ihr ihn schon in den Arm genommen, habt ihr einem von denen heute schon gesagt, wie wichtig dieser Mensch für euch ist? Wann hattet ihr das letzte Mal das Gefühl, wirklich glücklich zu sein? Und was bedeutet Glück überhaupt in der heutigen Zeit? Bedeutet Glück, sein Leben irgendwie bestreiten zu können? Die neueste App, der neueste Fernseher, das neueste Telefon, die hipsten Freunde, das größte Auto, mein Haus, mein Hof, mein Pferd. Definiert sich Glück über Wörter wie meins oder mehr oder haben oder mehr haben? Bleibt das Sein dabei? Kann man jemand den Zettel halten? Bleibt das Sein dabei nicht auf der Strecke, wenn wir keine Zeit mehr haben, einander zu begegnen, keine Muße mehr miteinander zu reden, keine Lust mehr uns zu beteiligen, keine Ruhe mehr, um einmal stehen zu bleiben, keine Möglichkeit mehr uns zu finden und in uns zu sein. Überlagert von dieser neuen Definition, die sich Konsum nennt. Überlagert von all diesen Botschaften von Krieg, Terror, Feind, Böse, Drama, Nutella, Versicherung, Sicherheit, Allianz, Angst, dem Gegeneinander. Wir stopfen Dinge in uns rein, die uns vergiften und die wir nicht brauchen. Verbringen Zeit mit Menschen, die wir nicht mögen, weil sie laut sind. Wir diskutieren, ohne zuzuhören, damit man uns wahrnimmt. Benutzen Ellenbogen statt unseren Verstand. Kommunizieren per Facebook anstatt miteinander. Reden mit Unbekannten statt uns kennenzulernen. Spielen mit Vorurteilen und entziehen uns der Wärme. Statt miteinander zu reden, reden wir aneinander vorbei. Statt uns auf Augenhöhe zu sehen, sehen wir blind aneinander vorbei. Wir leben ein Leben, das man uns als Leben verkauft, anstatt dieses Geschenk des Lebens bewusst zu leben. Ich frage mich, sind wir verrückt geworden? Verspüren wir einfach keine Muße mehr, uns tatsächlich selbst zu hinterfragen, Dinge gesamtheitlich zu betrachten und nicht einfach zu ertragen, uns wieder selbst zu reflektieren, statt den Verstand zu verlieren? Stattdessen bevorzugen wir den Kampf um Meinungen, stehen unter Dampf. Viele glauben, die Wahrheit zu kennen, dabei kann man Wahrheit nicht benennen, denn sie ist jeden Tag neu und eigentlich subjektiv. Wir suchen nach den Unterschieden, statt Gemeinsamkeiten zu finden. Führen Diskurs statt Dialog, um den anderen zu überwinden. Konkurrenz statt Kooperation, Dogma statt Reflexion. Ist es nicht an der Zeit, wieder zusammenzurücken? Statt zu kopieren, wir, was andere uns glauben machen wollen, wir teilen und herrschen. Wir sind das System. Wenn wir es bekämpfen, bekämpfen wir uns selbst. Kampf führt zu Kampf. Loslassen und erneuern sollte die Devise sein, nicht gegenseitiges Belehren. Wo ist unser Bewusstsein hin? Unser Verständnis von Frieden, unser Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe, nach Ruhe, nach Glück und Gelassenheit. Sind wir es nicht leid, einfach nur zu folgen und uns zu ängstigen, zu kranken und zu leiden, weil keine Zeit ist zu denken, nicht mehr zu fühlen, nicht mehr zu hören, lieber ruhig bleiben, statt zu stören, weil es um uns herum so unglaublich laut ist. Ist es nicht Zeit, mal wieder innezuhalten, hören, fühlen, schmecken, riechen, sehen, in die Natur gehen, euch wieder gewahr zu werden, wer wir wirklich sind? Wer bist du? Wer willst du sein? Suchen wir doch wieder nach wirklichem Frieden und nach wirklicher Liebe. So, noch ein ganz kleiner Abschluss. Lasst uns wieder empathisch sein miteinander. Wieder ineinander hineinfühlen, verstehen, zuhören, akzeptieren, tolerieren, lieben und lachen und Liebe miteinander machen, statt einander nur zu gebrauchen.
Ohne Angst, ohne Gewalt, such lieber die Chance nach einem Halt. Lass uns besiegen, lass uns die Angst endlich besiegen, anstatt uns ständig zu bekriegen. Lass uns miteinander reden, anstatt einander zu zerlegen. Uns lernen, einander zu verstehen, statt aufeinander loszugehen. Lass uns Menschlichkeit zelebrieren, statt aneinander zu erfrieren. Lass uns leben, lass uns Mensch sein, lass uns Zeit haben. Lass uns wieder genießen. Vielleicht sind wir nur einmal hier. Es wäre doch schade drum. Ich habe noch ein kleines Gedicht mir heute rausgesucht, das würde ich noch gern vorlesen. Das magische Wort von August Sonnenfisch. Empathie dir zu schenken, das ist in deinen Schuhen zu gehen, mit deinen Augen zu schauen, mit deinen Ohren zu hören. Und mein Empfinden für dich beginnt in meinem Empfinden für mich. Empathie dir zu schenken, das ist die Wandlung der Widerspenstigkeit gegen das andere. Die Wandlung von Tadel und Lob, die Wandlung des Ignorierens. Und meine Hingabe an dich beginnt in meiner Hingabe an mich. Empathie dir zu schenken, das ist die Vorhalle zu den Wundern, die auf uns warten. Und mein Herzschlag für dich beginnt in meinem Herzschlag für mich. Empathie heißt das magische Wort. Und meine Empathie für dich entspricht auch meine Empathie für mich. Noch, Vater, morgieren wir, es mangle uns an Größe, Empathie zu schenken und zu empfangen. Noch wehen wir es, mangle es uns an der Stille, unserem Fühlen und brauchen es, Güte zu begegnen. Doch unsere Kräfte erwachsen uns im Wagnis. Danke. So, ich weiß nicht, wie weit die Jungs sind. Vielleicht möchte noch jemand kurz eine kleine Botschaft loswerden, was sagen. Nicht? Hast du ja schon alles gesagt. Dann lass mal ein bisschen Musik laufen.